Guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist eine Doppelbuchpremiere heute im Prinzip. Es gibt einmal das Buch, das Matthias schon erwähnt hat, und dann gibt es noch diesen kleinen Band, der da heißt Bevor du mich schön trinkst. Das sind zeitgemäße Tresenlieder, allerdings nur die Texte. Ich habe, Christoph spielt im zweiten Teil ein bisschen was davon. Ich kann das leider nicht selbst, Christoph dafür umso besser. Genau, ich bin nämlich der Ansicht, dass sich das Kneipenverhalten irgendwie ab 2014 wieder verändern wird. Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, in der wir in der Kneipe uns gegenüber sitzen und uns gegenseitig SMS schreiben, sondern es wird die Zeit kommen, in der wir wieder miteinander reden. Darüber wird es im zweiten Teil gehen. Es sind Nummer 21 und 22, glaube ich. Und ich habe festgestellt, erstaunlicherweise, es ist exakt die Zahl der Jahre, die ich jetzt auch Lesungen mache, seit 1992. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich immer noch jemand bin, der nicht gezwungen ist, in großen Hallen vor anonymen Massen aufzutreten, sondern dass ich immer noch, egal wo ich hinkomme, immer vor der Elite der Stadt lesen darf. Schön. So. Das Buch, wir sind nicht für die Wirklichkeit gemacht, sondern für die Liebe, besteht aus drei Kapiteln. Es geht um alternde Männer zum einen, es geht um sich verjüngende Paare und es geht auch so ein bisschen um prekären Slapstick. Es wird, dem einen oder anderen wird mein Protagonist Bühlen Mittelschmidt schon mal begegnet sein. Im ersten Kapitel Slapstick Bekehr geht es um Bühlen Mittelschmidt. Damit werde ich auch gleich beginnen, die Lesung. Dann werde ich ein paar oder zwei Texte machen, die ein bisschen aus den beiden Büchern rausspringen, um dann nach der Pause euch in die Erdloch-Dialoge einzuweihen. So viel zum Plan für heute Abend. Ich hoffe, ihr seid dann nach der Pause auch noch da. Jetzt gibt es erstmal Musik von Christoph.